Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Dr. Otto, lieber Johannes, ich freue mich sehr, dass ich alle 5 Jahre mal eine Gelegenheit erhalte, bei der Michael-Otto-Stiftung aufzutreten. Sie sehen, ich habe immer einen neuen Job, wenn ich das mache. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und auch über die Wahl des Themas, weil ich glaube, es ist an der Zeit zu überlegen, was heißt Partizipation, was heißt mitbestimmen, mitgestalten oder auch mitverhindern und was sind die Handlungsebenen, die wir als Bürger, Bürgerinnen, als Verbraucher, als Verbraucherin haben. Und deswegen will ich dem, was andere Kollegen vorgetragen haben, auf diese Dinge nicht stärker eingehen, sondern mich mit der Konsumentenrolle beschäftigen. Was machen wir? Und die erste Botschaft, was Konsumenten tun können, liegt auf ihrem Tisch. Ein Bio-Hustenbonbon. Wer sich zurückerinnert, mit welchen Themen wir uns vor 10, 15 Jahren beschäftigt haben, auch im Bereich Naturschutz, war immer ein großes Thema die Agrarwende und die Förderung des Ökoanbaus, und zwar nicht durch die staatlichen Förderprogramme, die sind zwar auch ganz nett, aber die sind nicht der Treiber in diesem Thema gewesen, ist ein praktisches Beispiel, wie bestimmte Naturschutz- und Umweltschutzanliegen durch die Verbraucher gefördert und unterstützt wurden. Und wenn man sich fragt, wo können und wo sollten und wo haben Verbraucher und Verbraucherinnen mitbewirkt, fallen mir aus den letzten Jahren viele Beispiele ein, wo sozusagen Partizipation über das Konsumverhalten möglich war. Das Beispiele wären der Boykott von Shell-Tankstellen, die Auswirkungen auf den Fleischmarkt nach der BSE-Krise. Die haben einen Prozess in Gang gesetzt, wo wir doch feststellen können, dass mehr und mehr Verbraucher und Verbraucherinnen nicht nur auf den Preis achten, das tun viele, das tun fast alle, sondern sie weitere andere Motive in ihre Kaufentscheidungen mit einfließen lassen. Der Trend zum ethischen Konsum, die Otto-Gruppe veröffentlicht ja regelmäßig auch Studien dazu, die zeigen, dass die Zahl derer, die eben soziale, ökologische und andere Motive in ihre Kaufentscheidung mit einbeziehen, steigt. Also, das ist das Bonbon. Das Zweite ist, wenn das ein Organ wäre, was könnte das sein? Zugegebenermaßen ein bisschen abstrahiert. Jeder von Ihnen hat es. Hör. Gehirn. Wer sich mit Partizipation beschäftigt, sollte wissen, wie das Gehirn funktioniert. Gewöhnlicherweise befassen wir uns wenig mit der Funktionsweise des Gehirns. Wir haben das im Rahmen der Verbraucherpolitik in den letzten Monaten und Jahren intensiv gemacht, weil uns viele Fragen umgetrieben haben. Wie erklärt sich die Diskrepanz zwischen den sozial erwünschten Antworten auf Fragen? Weil Leute fragen, sind Sie für Tierschutz? Tierschutz, natürlich, 90% sagen ja. Die Entscheidung an der Kauftheke ist aber eine ganz andere. Also wie erklärt man diese Diskrepanz? Was motiviert Leute? Wie treffen sie ihre Entscheidungen? Und das Ganze ist jetzt auf Seiten der Verbraucher im Rahmen von Verbraucherforschung, von Verbraucherwissenschaft untersucht worden. Und ich will hier nur einige Beispiele erwähnen, die uns auch weiterhelfen bei der Frage, wie kann man Partizipation vielleicht in der Bürgerrolle als auch in der Konsumentenrolle fördern? Wenn man nach Entscheidungsgründen guckt, stellt man fest, dass wir die Rolle unserer kognitiven Fähigkeiten hoffnungslos überschätzen. Es gibt Experimente, wo man mit Studenten, da hat man also wissentlich falsche Botschaften auf projiziert und mit den Logos von 4 großen Wirtschaftszeitungen unterlegt. Und das Interessante war die Frage, wem glauben die Studenten? Es gab natürlich Unterschiede im Fokus oder im Spiegel oder im Bild, um mal die Beispiele zu erwähnen. Aber das Spannende war, dass die Frage, ob ich dieser Botschaft vertraue, hier vorne, da gibt es so einen kleinen Gehirnbezirk, innerhalb von einer Sekunde getroffen war, obwohl ich 3,5 Sekunden brauche, um die Botschaft zu Ende zu lesen. Das heißt, wir denken immer, wir sind so klug und erhaben, dass wir uns alleine auf die Wörter verlassen. Nein, es gibt ganz viele
intrapsychische Prozesse, Gehirnprozesse, die hier eine Rolle spielen bei der Frage, wem glauben wir? Und es gibt viele andere Beispiele. Man kann auch im Gehirn relativ deutlich nachweisen, weiß nicht, der Kollege vom WWF, ist er noch da? Ja, Sie hatten ja erzählt, dass man in Afrika bestimmte ökonomische Entscheidungen in die Hand der Frauen legt. Das kann man ganz gut begründen, weil im männlichen Gehirn nur 3 Zentren an bestimmten Entscheidungsprozessen beteiligt sind, während es bei Frauen 5 sind. Das heißt, sie sind etwas besser in der Abwägung von Prozessen, während Männer unter Umständen sich von der Risikofreudigkeit verleiten lassen, auch beim Geld ausgeben. Also es sind jetzt nur wenige Beispiele, die zeigen, man sollte wissen, wie dieses zentrale Organ funktioniert, um zu verstehen, was für Menschen wichtig ist, was sie beeinflusst. Und auch die Beispiele, die Herr Meister und auch Frau Schwan gesagt haben, aus den Prozessen, wenn ich solche Partizipationsprozesse habe, jeder von uns bringt nicht nur eine individuelle Geschichte mit, sondern hat auch eine kollektive Geschichte. Wir sind Teil einer Volksgruppe, wir sind Teil einer Nation, wir sind vielleicht Teil einer Community. Und ich kann mich erinnern, beim NABU, NABU war immer eine Organisation, die auf Dialog aus war. Aber natürlich, wenn man auch noch ist, Hermann, und immer sein wird, da bin ich sicher. So, und wenn man, ich habe ja für die Organisation gearbeitet, wenn man dann angefangen hat, mit Unternehmen zu reden, stand man immer in dem Zwiespalt, man ist eigentlich seiner Herkunftsgruppe verpflichtet, da hat man Kritiker, da hat man Skeptiker. Und deswegen tragen wir eben auch bestimmte kollektive Erwartungen, unterbewusste Erwartungen mit uns, die uns hier ein Stück beeinflussen. Und deswegen brauchen solche Prozesse auch eben Zeit. Es kann nicht auf Schnelligkeit gehen. Vertrauen kann ich nicht erklären. Es ist so, wenn jemand mich schlägt und sagt, Entschuldigung. Dieses schnelle Reagieren ist hier, glaube ich, auch nicht angemessen. Also viele Erkenntnisse aus der Verbraucherforschung über die Frage, wie kann man und sollte man Verbraucherinformationen beispielsweise aufsetzen. Viele Erkenntnisse, wem glaubt man nicht. Das sind wichtige Erkenntnisse sicherlich für viele andere Informationsprozesse. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Was treibt Menschen, sich zu beteiligen? Es ist die Erfahrung, etwas in der Gruppe zu tun. Also ich glaube, dass wir von unserer inneren Verfassung innerlich eigentlich immer noch in der Steinzeit leben, so in der Gruppe agieren. Ich überspitze es jetzt mal so ein bisschen. Man will eben nicht nur Dinge für sich und nur alleine tun, sondern eben auch mit anderen. Was ist die dritte große Veränderung, die sich aus Verbrauchersicht ergibt? Das ist die Digitalisierung. Wird das stehen? Nee, muss ich es hinlegen, aber Sie haben es ja gesehen. Die Digitalisierung ist ein Prozess, der viel verändert. Wer von Ihnen weiß, was am 4. Februar 2004 passiert ist? Wurde Facebook gegründet. Also knapp 10 Jahre. Facebook hat heute 1,32 Milliarden Mitglieder. Das heißt, wir haben hier Prozesse, die technologiegetrieben sind, die in einer Dynamik das Leben verändern und nicht nur das Leben im Netz, sondern auch das reale Leben, was unter dem Gesichtspunkt für Partizipation enorme Chancen bietet. Also wer sich anguckt, wie sich die Studenten in der Türkei bei ihren Protesten vernetzt haben, die haben sich keine Postkarten geschrieben und sich die Dinge zugeflüstert, sondern das lief über Twitter und Facebook. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, was die Digitalisierung bedeutet. Aus Verbrauchersicht hat sich viele Änderungen und das kriegen vor allem die Unternehmen schmerzlich zu spüren, weil im Netz ist der Konkurrent nur einen Klick entfernt. Und die Meinungsbildung über Unternehmen und über Produkte wird ganz stark über soziale Netzwerke gesteuert, über Bewertungen durch andere Verbraucher und Verbraucherinnen eines Produktes, durch Erfahrungen. Und das ist das, was Märkte beeinflusst. Ich denke, viele von Ihnen werden Hotelbewertungsportale nutzen und sich eben angucken, wie ist das bewertet worden. Und diese Entwicklung, die wird noch zunehmen. Es wird jedes Unternehmen und jedes Produkt sozusagen muss sich der Kritik auch der Verbraucher und Verbraucherinnen oder auch den Empfehlungen stellen.
Das macht es für Unternehmen, glaube ich, nicht einfacher, vor allem für die Unternehmen, die nun ein längerfristiges Interesse haben. Aber es ist aus Verbrauchersicht zunächst eine Möglichkeit der Partizipation. Wir gucken uns zum Beispiel derzeit an die Qualität solcher Portale, weil die natürlich für Betrug, für Fakes sehr anfällig sind. Wenn man Arztvergleichsportale hat, wo dann nur eine Bewertung vermutlich der Arzt, der Helferin des Konkurrenten drinsteht, weiß man ja nicht, da ist ein großes Anfälligkeitspotenzial für Fake. Und deswegen ist das ein Thema, was uns beschäftigt, wie kann man diese Intermediäre in der Verbraucherinformation, wie kann man hier Qualitätsanforderungen aufstellen. Gleichzeitig macht das Netz deutlich, dass wir nicht nur Verbraucher sind, wir werden zu Produzenten. Wir produzieren Content, indem wir unsere Videos bei YouTube hochstellen. Wir produzieren Content mit den Bildern, die wir reinstellen. Wir werden also sozusagen, sind nicht nur Verbraucher, sondern Gebraucher. Wir werden sogar zu Co-Produzenten. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die Verbraucher, die Kunden mit einbeziehen in die Gestaltung, die Auswahl von Produkten, weil sie eben frühzeitig wissen wollen, was ist ihren Kunden wichtig. Und das gibt alles große Einflussmöglichkeiten. Aber eben keine Chance ohne Risiken. Und in dem Bereich, ich habe das erwähnt, das eine ist die Frage, kann man solchen Intermediären trauen? Wie kann man sicherstellen, dass sie bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen? Das ist ein Thema, was uns beschäftigt. Das zweite Thema, darauf hat Herr Meister hingewiesen, wichtige zentrale gesellschaftliche Entscheidungen müssen in einem öffentlichen Diskurs stattfinden. Sie müssen in Form direkter Auseinandersetzung stattfinden. Das kann ich hier nur eingeschränkt machen. Und das dritte vielleicht, all dieser Austausch, dieser Kommunikation findet auf privaten Plattformen statt. Die sind eben auch für Manipulationen, für Veränderungen anfällig. So, der dritte Punkt ist die Frage, was ist nun zu tun, was kann man machen? Da habe ich Ihnen auch was mitgebracht. Das ist mein Stift. Die deutsche Staatssekretärin darf nur mit Rot unterschreiben. Alles genau geregelt, wusste ich alles nicht in dem Ministerium. Für jede Ebene gibt es eine Farbe. Und dieser rote Stift ist vielleicht das Symbol dafür, dass wir bei der Frage, wo kann im Bereich von Verbrauchern, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern Partizipation gefördert werden, unterstützt werden, eben etwas ist, was auf Empowerment setzt, was darauf setzt, dass wir Verbraucher durch Verbraucherbildung befähigen wollen, ihre Rolle wahrzunehmen, ihren ethischen, ihren ökologischen, ihren sozialen Interessen auch im Einkauf Geltung zu verleihen, aber auch dafür sorgen, dass sie das vernünftig können. Und um hierfür ein entsprechendes Umfeld zu sorgen, unterstützen wir Verbraucherorganisationen. Wir haben im Bereich Finanzmarkt und digitale Welt, werden wir Marktwächter einsetzen, eine Aufgabe, die teilweise die Naturschutzorganisationen schon ohnehin wahrnehmen. Wir arbeiten an Kriterien für eine bessere Verbraucherinformation. Wir arbeiten auch daran, wie kann man nachhaltigen Konsum, das ist ja auch für die Naturschutzseite besonders wichtig, erkennbar machen und einfach machen. Ein Thema wird sein, die EU-Kommission hat eine sogenannte CSR-Richtlinie erlassen, die große Unternehmen verpflichten soll, über ihre Umwelt- und Sozialaktivitäten zu informieren. Diese Richtlinie wird vermutlich im kommenden Jahr in nationales Recht umgesetzt und das wird sicher auch aus Naturschutzsicht sehr wichtig sein, dafür zu sorgen, dass in dieser Art von Berichterstattung dann die Transparenz über die entscheidenden Umweltwirkungen auch gegeben wird. Das Zweite, was wir machen, ist immer auch zu gucken bei vielen Entscheidungen, wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis, wo sind die Zielkonflikte. Also mein Job besteht eigentlich nur aus der Moderation von Zielkonflikten und unterschiedlichen Ansprüchen, die nicht übereinander passen. Aktuelles Thema ist die Frage, kann ich sozialverträgliche Mieten verknüpfen mit den Energieeinsparforderungen der Energiewende. Wenn Sie in eine Stadt wie Hamburg gehen und bauen hier eine Wohnung neu,
dann kostet die mindestens 10 Euro pro Quadratmeter. 7,50 Euro ist die Schallgrenze für Leute mit mittlerem Einkommen, wenn man sagt, man soll nicht mehr als 30% seines Einkommens für Miete ausgeben. So, und da kann man jetzt gucken, bei neuen Wohnungen, wie kann man die billiger machen? Man könnte zum Beispiel auf Tiefgaragen verzichten, das ist was wahnsinnig Teures, das macht ganz viel von den Baukosten aus. Da gibt es dann die Stadtplaner, die sagen, aber dann stehen die Autos alle wieder auf der Straße. Man könnte auf bestimmte Schallschutzanforderungen in den Häusern verzichten, die, so sagen wir, die Experten in Deutschland ein bisschen übertrieben sind. Dann werden andere sich wehren. Also wir müssen hier eben gucken, wie können wir es hinkriegen, wie macht es die Bauindustrie zurzeit, wenn sie in den Städten baut, die Wohnungen werden kleiner. Ist auch ein Weg, sozusagen Zielkonflikte zu lösen, aber eben nur einer. Das Weitere, mit dem wir uns beschäftigen, jetzt in meiner neuen Rolle, ist eben zu gucken, wie können wir Partizipation auch bei den Themen fördern, die von der Bundesregierung gemacht werden. Erwähnt worden ist das Beispiel TTIP. Sigmar Gabriel hat dazu einen Beirat einberufen, in dem unterschiedliche Interessengruppen auch vertreten sind, der das Ziel hat, denen nicht nur Gehör zu verschaffen, sondern eben auch zu gucken und sich die Frage zu stellen, kann ein solches Abkommen auch eine Chance bedeuten. Also um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, ich glaube, Partizipationsmöglichkeiten sind in der Konsumentenrolle in einem hohen Maße möglich. Sie bieten die Chance, weil ich sehen kann, ich kann mit meinem Verhalten etwas bewirken, ich kann eine Veränderung bewirken, das ist manchmal schneller und direkter als bei politischen Prozessen. Es braucht einen bestimmten gesetzlichen und regulatorischen Rahmen, in dem Sinne, dass man für vernünftige Informationen sorgt, damit Verbraucher und Verbraucherinnen ihre Entscheidungen auch treffen können, dass diese Informationen wahr und zutreffend sind, ihnen zur Verfügung gestellt werden. Und erforderlich ist eben auch, dass wir eine Marktordnung, eine Marktregulierung haben, die zu einem fairen Wettbewerb der Akteure untereinander führt. So, vielleicht zum letzten Satz, auch dass wir noch ein bisschen Zeit zur Diskussion haben. Johannes hat ja erwähnt, ich habe in einer Nichtregierungsorganisation gearbeitet, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, jetzt arbeite ich in der Politik. Mit den größten Einfluss hat allerdings auf die Frage, wie ich es tue, meine Frau, die ist nämlich Psychoanalytikerin und die muss sich jeden Tag mit der Frage beschäftigen, was machen wir bewusst, was machen wir unbewusst und wie können wir das auch in unsere Aktivitäten integrieren. Vielen Dank.